Einen wunderschönen guten Abend, liebe Lesende. Ich begrüße euch hier zur allerersten Ausgabe von Das Literarische Viertel. Vier Personen diskutieren in 15 Minuten ein Buch. Und das können ganz aktuelle Bücher sein, das können Klassiker sein, können Lieblingsbücher sein, können verhasste Bücher sein. Heute in unserer allerersten Ausgabe widmen wir uns einem Krimi von einem deutschen Autor. Und das ist Carsten Düss. Sehr erfolgreiches Buch. Achtsam Morden, ich spreche mit drei weiteren Personen darüber und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Als erstes bei uns in der Runde, die erste Teilnehmerin neben mir. Hier ist Missy Rockenburg Verena, sie ist Buchbloggerin. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich, lieber Ingo. Zweite Teilnehmer neben mir in der Runde ist niemand Geringeres als Valandi Zanti. Herzlich willkommen. Ich grüße, Ingo. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Verena, auch schön, dich zu sehen. Grüß dich, Valandi. Produzent, Buchliebhaber und Mensch. Nicht zu vergessen. Mensch. Das sind die Dinge, die ich auch hervorheben möchte. So ich ist sagen, es. Sagen, während deines Intros habe ich im Hintergrund einen Tee getrunken, habe mich verschluckt und ich habe mir das Husten verkniffen. Ich bin mit vollem Körpereinsatz dabei. Wie immer. Valandi, den Einsatz weiß ich zu schätzen, aber ich möchte die vierte begrüßen in unserer Runde. Zu uns kommt noch jemand dazu. Herzlich willkommen, Joyce. Schön, dass du hier bist. Danke und hallo an alle. Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Ausbildung. Und das kann bei so einem Psychothriller, naja, vielleicht nicht ganz, aber bei einem Kriminalfall ja auch nicht schaden, so jemand in der Runde zu haben. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, für die Zuschauer da draußen, unser Format ist, wir wollen in 15 Minuten für euch schön kompakt diskutieren, falls ihr am Wochenende was lesen wollt. Ist dieses Buch lesenswert oder ist es nicht lesenswert? Wir sagen natürlich erstmal ganz kurz, worum geht's? Valandi, hast du es denn gelesen? Ich habe es gelesen und ich möchte natürlich diese schönen Worte von dem jungen Mann, der uns gerade vorgestellt hat, komplettieren, denn er ist Ingo Vollenberg, er ist Literaturwissenschaftler und Grundschullehrer und wird natürlich hier im Literarischen Viertel auch seinen Beitrag leisten. Zum Inhalt. Natürlich habe ich es gelesen und ich habe mich sehr gefreut, es zu lesen. Ich weiß, wie ich das ein oder andere Mal mit einem Grinsen dabei war. Sehr schön. Valandi hat mich auch drauf gebracht, muss ich nebenher nochmal zugeben. Zum Inhalt des Buchs ein paar Sätze. Und zwar, Achtsam Morden handelt vom Anwalt Björn Diemel. Er vertritt den Mafia-Mandanten Dragan Sergowitz und sieht, wie seine Ehe in die Brüche geht. Widerwillig geht er in psychotherapeutische Behandlung und er lernt die Methoden der Achtsamkeit. Alles im Einklang mit sich selbst lebt er sein neues, achtsames Leben, selbst wenn dabei der eine oder andere Mord dabei rauskommt. Sein neuer Lebensstil bringt jedoch auch neu auftauchende Probleme mit sich, die von der Beseitigung der verwesten Leiche Dragans über die feindliche Übernahme eines doppelmoraltriefenden pseudo-weltverbesserten Kindergartens bis hin zur Verhinderung eines Bandenkrieges reicht. Genau. In neutralen Worten, Achtsam Morden. Valandi teasert schon einiges an in diesem Kriminalfall. Danke für dieses kleine Referat. Wir werden natürlich versuchen, gerade das Ende nicht zu spoilern für euch in irgendeiner Weise, aber ich denke, das Thema ist auch sehr, sehr schnell klar. Carsten Düss ist der Autor. Was gibt es denn über den zu sagen? Ja, Carsten Düss ist Autor und, wie man liest, ein sehr humorvoller Rechtsanwalt. Er stammt aus Essen, ist geboren 1973. Und kommt aus einer Juristenfamilie tatsächlich. Seine Talente hat er schon früher eigentlich in der Medienbranche entdeckt. Man kennt ihn aus zum Beispiel dem Format Ladykracher, kennen wir alle mit Anke Engelke zum Beispiel tatsächlich. Großer Fan. Da hat er schon einige Preise eingeheimst oder den Freitagnacht-News. Da hat er als Autor fungiert und schon einiges geschrieben. Er hat schon davor einfach so Rechtsgeschichten geschrieben. Er hat Handbücher geschrieben, nicht allzu bekannt natürlich. Das kennen die wenigsten. Aber insgesamt sind 5 Werke einfach von ihm schon erschienen in physischer Form, sowie 2 Hörbücher. Und man muss ganz ehrlich sagen, sein Satire-Roman Achtsam Morden
ist in aller Munde auch heute noch und das muss ihm erstmal einer nachmachen tatsächlich. Ja, der Erfolg gibt ihm wohl recht. Ja, absolut. Ich könnte da gleich anknüpfen und würde gern einen kleinen Fun-Fact mit euch teilen. Und zwar hat Carsten Düss das Manuskript an 19 Verlage geschickt und alle haben entweder abgelehnt oder forderten eine Veränderung. Und erst der 20. Verlag, also der Heine Verlag, sagte zu und das Buch durfte auch so bleiben, wie es ist. Mittlerweile gibt es ja 3 Bücher in dieser Krimireihe. Die ersten beiden Bücher wurden sogar schon über 1,2 Millionen Mal verkauft. Das Buch Achtsam Morden landete im letzten Jahr sogar auf Platz 9 der meistverkauftesten Bücher auf Amazon. Zudem gibt es ein Hörbuch. Dieses wurde mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2020 ausgezeichnet. Und ja, zu guter Letzt steht eine Verfilmung des Buches an. Es ist in Planung, also finde ich auch ganz schön erfolgreich. Wow, kann man da sagen. Das ist einiges, was Achtsam Morden da hingelegt hat. Ich war übrigens auch auf der Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse, das erste Mal nach Corona wieder die Chance. Ich weiß, Verena war beispielsweise auch da. Joyce, warst du auch da? Nee, leider nicht. Ja. Valani weiß ich, dass ich weiß doch, dass du nicht da warst. Ich möchte dich nicht bloßstellen. Der Zuschauer jedoch nicht. Der Zuschauer jedoch nicht, das stimmt. Ja, genau, auf der Buchmesse haben sie auch angeteased, dass es in diesem Jahr direkt noch weitergeht mit, gibt ja Achtsam Morden, es gibt den zweiten Band, dann das Kind in mir will Achtsam Morden, der direkt ein Jahr später rausgekommen ist, 2020, und dann 2021 direkt Achtsam Morden am Rande der Welt und direkt mal noch im selben Jahr wird jetzt nachgelegt, Achtsam Morden, das Übungsbuch nach der Joschka-Breitner-Methode. Na? Das heißt, das ist jetzt brandaktuell, kommt das gerade raus. Ja, ich denke, ein guter Anlass, noch einmal darüber zu sprechen, denn dass jemand so ein Feuerwerk raushaut, ist ja im deutschsprachigen Bereich vielleicht nicht unbedingt immer üblich, wobei Krimis ja hierzulande sehr gut laufen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die literarische Viertelstunde. Das literarische Viertel startet und wir sprechen über dieses Buch eine Viertelstunde lang. Ist es denn eurer Meinung nach lesenswert oder nicht? Die Zeit läuft. Naja, also 10.000 Rätsel sprechen ja für sich. Also es gibt wenige Bücher, die über einen so langen Zeitraum einfach in aller Munde sind. Ne? Das ist Wahnsinn. Also ich gehe heute noch in die Buchhandlung und sehe die ganzen Buchhändler, die einfach dieses Werk immer noch wirklich empfehlen und jedem ans Herz legen. Und das muss man tatsächlich in diesem Genre erstmal schaffen, weil es ist wahnsinnig, wie wir überschwemmt werden mit diesem Genre, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, durch den Erfolg ein gutes Buch auszumachen. Da bin ich manchmal dann skeptisch, glaube aber auch, dass es schon sehr wichtig ist, Bücher zu lesen, die sehr, sehr viele Menschen lesen und somit ja auch irgendwie beeindrucken. Ich selber habe es zuerst mal gehört als Hörbuch. Ich finde, das Hörbuch ist auch sehr, sehr interessant. Jetzt ist ja Carsten Düss nicht unbedingt klassischer Autor. Ja? Wir haben vorhin ja schon gehört, dass er hat bei Brainpool gearbeitet, hat Ladykracher erstmal gemacht, ja, und wollte ja dann erstmal so einen richtigen Langtextroman machen. Aber er feuert ja einige Gags raus. Bei mir zünden die zumindest. Also das kann ich absolut direkt zu Beginn sagen. Ja. Ja. Das muss man absolut sagen, ja. Und ich glaube, Entschuldigung. Ja, ich glaube einfach, die Idee, Morden mit Achtsamkeit zu verbinden, ist einfach einzigartig. Also so ein ähnliches Buch habe ich noch nie gelesen und ich finde es absolute Klasse, wie er das dann irgendwie verbindet und dass man da so oft schmunzeln muss bei einem doch sehr ernsten Thema. Ja. Das Tolle ist einfach, was einfach grandios an diesem Buch ist, ich kann während dem Lesen und ich kann nach dem Lesen was mit in den Alltag nehmen. Ne? Das gibt ist einfach so nicht. Wir und, reden über Morden, Valandi, du musst keine Angst haben. Nein, ich kann einfach diese Achtsamkeitsregel, ich kann sie mit, mitnehmen in den Alltag für mich oder für meine Mitmenschen. Ja, ich kann mir Valandi ruhiger anschauen zum Beispiel, ohne dass ich mich aufregen muss.
Nein, Spaß. Es ist einfach Wahnsinn. Das muss ein Buch erstmal schaffen, auch wirklich im Nachklang immer wieder nachzuhallen. Und das ist einfach das Einzigartige an diesem Buch. Ja, das ist fantastisch. Ja, Achtsamkeit ist ja eigentlich auch so ein Begriff, der sehr, sehr sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Im Endeffekt ist es so, in jedem Jahrzehnt bekommt das Kind einen neuen Namen. Und ja, Achtsamkeit, wenn wir nur diese, also jedes Kapitel startet ja mit einem Teil von Joschka Breitner. Genau. Jetzt gerade rein. Hier zum Beispiel Wahrnehmung ohne Bewertung. Ja, es wird dann in einem Mini-Zitat einfach vorgestellt. Ja, also, und wenn wir nur diese Teile nehmen, dann haben wir einen guten Achtsamkeitsratgeber, der 7,99 bei Hugendubel kostet. Ich glaube, Hugendubel ist jetzt unser direkter Sponsor, weil er erwähnt wurde, so wie der Heine-Verlag gerade eben. Und die Umsetzung natürlich, die ihr gerade angesprochen habt, ist sehr, sehr witzig halt formuliert. Du merkst halt in seiner Art auch, mit was für Menschen er zu tun hat. Und diese offenkundige Doppelmoral finde ich halt toll, die im ganzen Buch eigentlich ausgespielt wird. Also er einerseits will er achtsam, liebevoll seiner Tochter gegenüber sein und dafür ermordet er halt Menschen. Ohne selber, naja, doch schon was zu machen, weil es wird ja sehr, sehr grafisch detailliert danach später noch erklärt, wie er das Ganze macht. Auf seine Art und Weise, er diese Doppelmoral-Kindergartenbesitzer, die da sind, er offenbart ja, was sie machen. Gleichzeitig bricht er ihnen die Nase, lässt er ihnen die Nase brechen und bedroht sie, um sein Ziel zu erreichen. Der Polizist, der ein Beweismaterial hat, er könnte ihn überführen, aber er will lieber einen Kindergartenplatz haben. Also er spielt ja mit Dingen, die außergreifbar sind. Ich glaube, dieses Buch, also Carsten Döss hat das für mich geschafft, dass ich es lese und sage, das stimmt. Das ist nicht so fiktiv. Das ist Zeitgeist durch Achtsamkeit und absolut greifbare Dinge für mich. Es ist halt auch toll recherchiert, ne? Weil der Psychologe ist ja komplett frei erfunden, ne? Also das ja, ob es wirklich so extrem toll recherchiert ist, da bin ich mir an manchen Stellen nicht so ganz sicher. Ich habe schon das Gefühl, ja, er bringt das sehr schnell zu Papier und geht ja nicht so mega krass tief in die Thematik rein. Wenn ich eine Einführung in die Achtsamkeit lese, dann komme ich, glaube ich, also ein bisschen kannte ich mich mit Achtsamkeit vorher auch aus und so die Regeln, die formuliert werden, ja. Es ist natürlich schön, sie nochmal für sich einfach im Kopf zu haben und sie halt auch so praktisch angewendet zu haben, egal ob dann die Leiche zerstückelt wird oder mit der Tochter gespielt wird. Und ich finde, Zeitgeist ist einfach ganz wichtig da als Schlagwort. Er ist ja nicht nur Achtsamkeit, sondern berufliche Neuorientierung ist gerade, ja, gerade rund um die Corona-Zeit ja was sehr, sehr viele Menschen betrifft. Dann diese unglaubliche Kita-Situation in Deutschland, die ja bei vielen zu großer Frustration führt. Oh ja, genau. Ja, absolut, absolut. Und dann das dieses Hipster-Auftreten, ne? Das typische Großstadt, also es könnte in Köln spielen, könnte in Berlin spielen, ganz egal, ich glaube, es wird auch gar nicht genau genannt. Und da gibt es ja schon, da spielt er ja mit gewissen Aversionen und geht da auch so ein bisschen sketchmäßig teilweise durch, habe ich den Eindruck. Ja, also ich finde halt auch die Art und Weise, wirklich die Beschreibung, es ist für mich so schön bildlich gemacht und einfach tatsächlich. Also ich finde, ich kann es runterlesen. Und das Skurrile dabei ist, also ich habe mich manchmal ein bisschen schlecht gefühlt, weil man kann diese Schritte nachvollziehen, man versteht ihn einfach so gut. Er hat gerade gemordet, aber kann das mit dieser Achtsamkeitsübung absolut erklären, warum er das jetzt genau so gemacht hat. Und man denkt als Leser, ja genau, ich kann dich total nachvollziehen, ich verstehe das. Und das finde ich manchmal echt so skurril, dass man ja, so darüber nachdenkt. Das ist sehr skurril, das hat so ein bisschen diesen Dexter-Effekt, ne? In Dexter ist es ja auch so, man drückt dem Mörder im Prinzip die Daumen und ich finde, das hat man auch da, man fiebert natürlich ein bisschen mit ihm mit, ob er erwischt wird oder nicht. Das Buch ist allerdings für einen Krimi unglaublich geradlinig. Also es gibt ja so gut wie keinerlei überraschende Wendungen, ja, im Prinzip geht es ja auch für die Hauptfigur später darum, so aufzudecken, wer hinter gewissen Machenschaften dahinter steckt. Und also gab es Momente, in denen ihr überrascht wart? Puh, tatsächlich eigentlich gar nicht.
Nein. Das fand ich schon schwierig, weil ich habe mich gefragt, für Krimi-Fans, also ich lerne ja, lese auch ganz gerne Krimis, ich liebe auch klassische Krimis wie Agatha Christie zum Beispiel, aber zumindest so eine schöne Wendung irgendwie, die hätte ich mir schon erhofft, gab es leider überhaupt gar nicht. Es ist wirklich total geradlinig durch, aber ich dachte mir am Ende, also es hat so kurz so ein bisschen Frustration aufgerufen, aber dann dachte ich mir, es passt irgendwie auch zum Achtsamkeitsthema. Einfach ganz geradlinig durch. Und es hat so ein bisschen auch was von hier Schuld und Sühne. Da beispielsweise geht es ja auch so ganz geradlinig durch, aber da zerfällt ja der Protagonist an seiner Schuld. Ja, und dieser Protagonist, der atmet halt die Schuld weg. Ja, alles so okay. Also es ist irgendwie ein schöner Kontrast. Ja, er ist komplett wertfrei und ist im Einklang mit sich selbst und mit seinem ganzen tun, was er macht, und das zieht dieses Buch einfach komplett durch. Naja, er ist schon ein verlogener Drecksack. Also das, also so, es ist ja jetzt nicht so Himmel und sonst. Er ist komplett in seiner Therapie. Er ist total in seinem Tunnelblick, absolut. Ja. Also das können wir nicht außen vor lassen, ne? Ich habe mir ein Interview von Carsten Düss angeschaut, da hat er zu seiner Motivation gesagt, ich wollte mal gern was Längeres als 3 Seiten schreiben. So ein Erstlingswerk ist natürlich auch nicht einfach. Gerade wenn man so aus dem Rechtbereich, aus dem juristischen Bereich rauskommt, das hat er natürlich toll eingebracht. Das gibt es ja immer wieder, gerade in dieser Kita-Szene, wenn er dir so ein bisschen unter Druck setzt. Also wenn er als Anwalt der Protagonist zur Hochform aufläuft, dann ist das ja auch sehr interessant. Da hat er natürlich seine Stärken ausgespielt. Dann immer so dieses Sketch-artige, was er halt sehr, sehr gut macht. Dadurch ist es, wie Valandi sagt, auch super kurzweilig geworden. Sprachlich ist es jetzt meiner Meinung nach nicht gerade eine Offenbarung. Nein, also es ist ja einfach gehalten. Es ist wirklich ein Roman, den man gut zwischendurch lesen kann, definitiv. Also es ist sprachlich nicht auf einem hohen Level. Ich denke, da sind uns alle einig. Und ich denke, der Roman lebt einfach wirklich komplett von der Unterhaltung, von der Satire, von dem trockenen Humor, und deswegen ist es einfach ein Page-Turner. Was? Auch mit kleineren Schwächen tatsächlich. Also ich finde, er hat schon einige kleinere Schwächen, aber man schaut einfach oder man liest darüber hinweg. Ja, bin ich der Meinung, einfach durch diese Satire, durch diesen Unterhaltungswert, dass das Buch einfach hat. Ich glaube, da kann man viel vergeben. Was mich aber total interessiert, gerade bei euch als Frauen, wenn ihr dieses Buch liest oder hört, das Hörbuch, wie habt ihr die weiblichen Figuren empfunden? Also ich finde, er grenzt ja da manchmal auch so an kleinen sexistischen Spitzen. Gerade gegen seine Partnerin, also genau, ganz politisch korrekt ist es nicht immer. Allerdings auch, wenn ich überlege, wie die Frauenfiguren gestrickt sind, also es gibt ja nicht eine besonders starke Frauenfigur. Die Partnerin macht im Prinzip nur Stress die ganze Zeit, die ist relativ anstrengend, die ist keine Sympathieträgerin. Dann hat man die Tochter, die bringt zumindest ein paar Lacher, wenn sie da irgendwie im Büro Sachen vollschmiert und er sagt, lassen Sie schmieren, so ungefähr. Aber die Frauenfiguren, ja, was sagt ihr dazu? Dann die Frau in der Kanzlei, die am Wochenende sieht, die war ja... Naja, die hat es auf jeden Fall drauf, ne? Die hat es sagen dafür, definitiv. Ja. Welche? Na, wenn ich es noch so richtig weiß, ist ja, die sitzt ja an der Rezeption. Ja. Ja, genau, das ist so diese, genau. Und die hat ja da schon die Hosen an. Tatsächlich. Also im Prinzip verarscht er sie ja und drängt er da seine Tochter auf. Und also ich meine, die ist ja auch eine oberste Unsympathin, ne? Also wenn ich es ganz ehrlich nehme, welche Figur ist sympathisch bei dem? Die Situationen sind witzig. Ich finde sie alle sehr greifbar. Nur keine einzige Figur ist so, bei der ich sage, oh, das ist einer, mit dem ich aber was machen möchte. Außer vielleicht der... der Polizist hier, der Peter, oder? Nee. Der von der... Jetzt habe ich den Namen verpeilt. Das ist richtig gut, Valandi. Von dem Mafia-Clan quasi, der aufsteigt. Sascha, glaube ich. Genau, als der Leiter des Kindergartens. Weil der durchschaut das.
Der ist zumindest eine Intelligenz. Das ist der einzigste, ja, genau. Aber ich finde komplett, du kannst alle Protas, du hast immer ein Schmunzel im Gesicht, wenn du liest. Du kannst, du hast zu keinem, finde ich, so einen absoluten Bezug, wo du sagst, okay, das ist jetzt derjenige, den ich jetzt 100% empathisch finde. Also ich finde, du hast alle Protagonisten sind einfach so ein bisschen mit einem Schmunzeln zu lesen. Und ich glaube, das ist aber auch so beabsichtigt, glaube ich. Ich finde, mit dem Björn Diemel kann man schon ganz gut mitfühlen. Ne? Also ich meine, da gibt es ja einfach genug Szenen mit seiner Tochter, die ihn liebenswürdig machen. Und ja, weiß ich nicht. Aber wenn ich sonst überlege, gerade weil es ja noch so viele Fortsetzungen gibt, überlege ich mir natürlich, da könnte man ja auch ein paar stärkere Nebenfiguren mal brauchen. Meiner Meinung nach sind da nicht wirklich viele bei rumgekommen. Also ich finde so diese ganzen Mafia-Clan-Figuren dann doch ein bisschen zu eindimensional. Ich hätte mir gewünscht, dass die Frau noch, also die Frau von dem Björn halt ein bisschen mehr Tiefe da irgendwie kriegt, dass man so die ein bisschen vielschichtiger anlegt. Der Joschka Breitner ist natürlich ganz cool als Figur, ohne dass er so wirklich vorkommt, ne? Weil die Weisheiten hat man ja die ganze Zeit. Könnt mir vorstellen, dass man es aufgreift, ohne die Fortsetzung gelesen zu haben. Aber ansonsten ein bisschen dünn. Ja, also ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zu dem Stil des Buches. Also ich glaube, eine starke Protagonistin jetzt in dem Fall, das würde das Buch irgendwie von der Art, also es wird einfach nicht gut dazu passen. Ich glaube, das ist einfach der Stil des Buches und also ich habe mich jetzt als Frau nicht angegriffen gefühlt oder so. Ja. Ja, aber ich hab mal die Amazon-Rezension so durchgelesen. Ich empfehle natürlich, die Bücher beim kleinen Buchhandel zu kaufen, ganz wichtig, aber es ist ja natürlich mal ganz schön, ein Meinungsbild so zu schauen. Es gibt durchaus Personen, die sich auch daran stören und ich kann das durchaus natürlich nachvollziehen. Ja. Natürlich stört irgendwen irgendwas. Klar. Aber was denn konkret? Naja, also ich finde es schade tatsächlich, also er haut halt leicht sexistische Sprüche raus, finde ich auch in Ordnung. Ich finde, es muss nicht immer politisch korrekt sein, bin ich ein Verfechter, dass man auch durchaus mal was raushauen kann. Hätte es aber schön gefunden, wenn dann zumindest halt eine stärkere Frauenfigur da ist. Wie gesagt, seine Frau, die ist ja total passiv. Ja, also beim Anfang des Buches ist ja schon klar, er setzt sich jetzt mit Achtsamkeit auseinander. Das heißt, es kommt ja nicht einmal ein Impuls. Es hätte dann vielleicht auch von der Tochter, dass man der Tochter noch ein bisschen mehr gibt. Aber die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Ich hätte noch so gern einen Kritikpunkt, den ich persönlich... Also, genau. Den komme ich gar nicht d'accord. Überhaupt nicht. Moment, um es nicht ganz so frustrierend zu machen, ich hoffe, dass wir einigen Lust aufs Lesen gemacht haben natürlich, darf jeder noch einen abschließenden Satz in 10, 20 Sekunden geben. Wir gehen einmal im Uhrzeigersinn rum, das heißt, Verena darf starten. Ich bin absolut ein Verfechter des Buchs. Es ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ich empfehle es wirklich jedem. Kein 0815 Thriller. Kauft es und lest es und freut euch darüber. Ich dachte, du hast einen Kritikpunkt. Ich auch. Was ist denn los mit dir? Darf ich den Kritikpunkt jetzt am Schluss? Den sagst du. Natürlich. Ja, muss ja kein Fazit sein. Mein persönlicher Kritikpunkt als Dreifachmama ist tatsächlich diese skrupellose Ausführung seines Berufes, sage ich jetzt einfach mal, im Kontext zum Familienvater. Das ist so der Kritikpunkt, mit dem ich von Anfang bis Ende vom Buch nicht wirklich warm werde, tatsächlich. Also das beißt sich, das ist zu extrem für mich. Also okay. Ja. Das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, da werde ich nicht warm mit, aber ansonsten, wie gesagt, der Unterhaltungswert überwiegt alles andere. Valandi, hast du was abschließend zu sagen? Einfach easy zu lesen, das finde ich tatsächlich sehr, sehr positiv. Ich habe mal auf howlongtoread.com geguckt, in 4 Stunden 46 ist der durchschnittlich gelesen, also ist es auch kein ewig Buch. Ich habe natürlich alle gleich aufgefressen, alle Bücher danach. Das ist übrigens auch in etwa die Hörbuchlänge. Okay. Mhm. Ja. Auch 4 Stunden in etwa waren das. Und von daher, also mit einem guten Gewissen kann ich da sagen, lest es und mit einem Schmunzeln dabei und die Situationen, die dabei sind, sind alle, sei es privat,
dieses Beziehungsverhältnis, das er hat, sei es das Verhältnis, das er zu seinen Chefs bei der Arbeit hat und wie sich das Ganze entwickelt, finde ich sehr, sehr greifbar und für mich, also bei mir jetzt mein Geschmack getroffen. Joyce? Ja, für jeden, der Krimis mag und auch mal blutige Szenen aushalten kann, absolut lesenswert. Und ja, ich kann mich den anderen beiden nur anschließen. Es ist unterhaltsam und schnell durch. Also perfekt mal für einen Urlaub zu mitnehmen oder abends mal zum Entspannen. Ja, schließe ich mich eigentlich an. Ich finde es auch schön, irgendwie so dieses Achtsamkeitsthema nochmal humorvoll durchgegangen zu sein. Das hat mir auf jeden Fall viel Freude bereitet. Dennoch war es nicht so, dass ich gesagt habe, wow, das Buch hat mich total geflasht. Und ich werde mir sicherlich zumindest eine Fortsetzung noch reinziehen und mal gucken, wie die so bei mir ankommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das relativ schnell ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen erschöpft. Wobei ich sehe ja schon, dass er auch ein bisschen andere Themenkomplexe reingeht. Also, man wird schauen. Genau, ansonsten so die Brutalität, die zwischendurch aufkommt, habe ich gemerkt, verstört auch einige Leute. Für mich war es okay, aber ich kann auch mir durchaus vorstellen, dass das den einen oder anderen ein bisschen abschrecken könnte. Und ich kenne eine Leserin zum Beispiel, die nach der ersten brutaleren Szene dann auch ausgestiegen ist. Ich würde ganz gern nochmal... Ingo, ja? Ich gebe dir noch schnell einen Tipp. Wenn dann den dritten, also für dich wäre dann der dritte am Rande der Welt, weil da Jakobsweg und sehr detailliert beschrieben und für dich wäre das, denke ich, sehr, weil du würdest ein paar Mal sagen, ah, das kenne ich. Ja, aber ich kenne auch ganz große Freunde von Das Kind in mir muss Heimat finden und kann mir gut vorstellen, dass das im zweiten Teil auch ganz humorvoll mit aufgegriffen wurde. Deswegen würde mich auch durchaus interessieren. Ich kann mal eben noch was zum Hörbuch sagen. Das habe ich jetzt mal aus der Viertelstunde rausgehalten. Es ist tatsächlich kurz, es ist knackig eine Viertelstunde. Also ich habe ja eigentlich noch einige Punkte, über die ich gern gesprochen hätte, aber so ist es nun mal. Das Hörbuch fand ich sehr schön eingesprochen. Ich habe es an zwei Tagen gehört, so in zwei größeren Etappen beim Spazierengehen in Brasilien, ganz entspannt. Und schön, wie du das dezent eingebaut hast. Ja. Naja, war so. Habe ich mich gerade dran zurück erinnert, als ich so einen schönen Waldweg da gelaufen bin, am Wald entlang. Und ich fand es auch sehr, sehr toll gesprochen. Also der Matthias Matschke, Schauspieler, der es eingesprochen hat, fand ich auch unglaublich interessant, habe ich aber nicht so ganz gecheckt. Ich habe ein Interview gehört, die beiden kennen sich seit Ewigkeiten. Also es sind Schulfreunde oder sowas irgendwie, Carsten Düss und Matthias Matschke. Und er hat es toll eingesprochen, finde ich. Ich finde, das funktioniert unglaublich gut, spricht dann aber die weiteren Bücher nicht ein, sondern der Autor macht es selber. Das verstehe ich persönlich dann gar nicht, das irritiert mich irgendwie, schreckt mich auch ein bisschen ab davor, direkt das nächste Hörbuch zu hören. Da überlege ich, jetzt lese ich das oder dann mache ich da das Hörbuch, mal schauen. Ja, schade eigentlich, weil ich fand, das hat gut funktioniert. Weiß das irgendjemand, wieso der abgesprungen ist? Leider nicht. Mhm. Komisch. Ja. Genau, und Verfilmung kann ich mir in diesem Fall sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ich glaube... Ja, absolut. Es ist einfach was Einmaliges. Ne? Das gibt, ich kenne sowas in der Richtung einfach nicht. Ne? Ja, ich meine, es gibt ja andere Filme, andere Bücher, gerade deutsche, die sehr mangelhaft verfilmt wurden. Ich habe letztes Jahr, das war der letzte Film, bevor der erste Lockdown losging, habe ich die Känguru-Chroniken noch im Kino gesehen. Das hast du als Film gesehen? Habe ich als Film gesehen. Warum? Großer Fan der Hörbücher und dachte, ja. Mir, ja, da war es der erste Teil und da brach es ja komplett ein, fand ich. Ja, es war ein paar so. Naja, ich fand, das ging schon auch weiterhin noch ganz gut, aber ich fand, das hat als Film nicht funktioniert. Da hat man ja versucht, irgendwie die Buchleser abzuholen und dann aber noch was Separates für den Film zu machen, für diejenigen, die halt alle Hörbücher schon kennen, dann irgendwie noch so ein bisschen on top gestrickt. Aber es war sowas Halbgares, also war ich gar nicht zufrieden. Das ist natürlich so ein Knackpunkt, ne? Wenn ein Buch so richtig, richtig viel gelesen wird. Und ich glaube, also gerade die ersten beiden waren Spiegel-Bestseller Nummer 1 auch. Das heißt, die haben einfach sehr viele gelesen.
dann überlegt man natürlich, wie nah bleibt man am Stoff dran, ne? Weil, ja. Das ist aber ja auch generell der Kritikpunkt zwischen Buch und Film. Also man muss ja nur an Harry Potter denken. Also da war ja auch eine große Enttäuschung in der Community. Ja. Herr der Ringe. Oder Herr der Ringe auch. Herr der Ringe, Katastrophe. Deutschen, er ist wieder da. Jetzt aktuell wird Es ist nur eine Phase, Hase, läuft im Kino an mit Christoph Maria Herbst. Ich meine, ich schaue ihn mir auch an, weil ich das Buch kenne. Das wirst du immer haben. Und Film braucht ja auch ein paar andere Dinge, die dann gezeigt werden. Nur es bietet sich so sehr an. Ja. Und ich glaube auch wegen dem, was du vorhin beschrieben hast, Ingo, es ist schon relativ geradlinig. Und die Figuren sind schon sehr gut gezeichnet, dass das eigentlich, also ich würde es mir natürlich auch ansehen. Ja. Hey, Spaß. Was wir tatsächlich vergessen haben, der Mann heißt ja Carsten Düss. Also wir haben es alle relativ spät, glaube ich, herausgefunden. Jeder liest es also, so, wie es da steht. Das Witzige ist ja, dass Balandi irgendwie um die Ecke kam mit dem Buch und ich dann gesagt habe, Carsten Düsse. Und dann ja, meinte, das hatte ich letztes Mal so gesagt, tatsächlich. Ja, und dann meinte Valandi ja noch irgendwie so, ach, Düsse wird da ausgesprochen. Ah, ja, was dazu gelernt. Und dachte ich mir, hoffentlich stimmt das. Und hab mir dann halt, also es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele Audiobeiträge, in denen er verkehrt betont wurde. Aber Düsse ist tatsächlich ja. Die richtige Aussprache, ja. Hervorragend. Genau, ja. Damit würde ich auch ganz gerne unsere heutige Ausgabe schließen. Ich hoffe natürlich, dass ihr uns viel Feedback gebt, egal wo ihr schaut, ob es unter Video ist oder ob es im Podcast-Format ist. Geht gerne auch auf unsere Facebook-Seite. Also wir setzen euch alles eingeblendet dazu oder in den jeweiligen Beschreibungen dazu. Hinterlasst uns Feedback und sagt auch gerne, über welche Bücher wir sprechen sollen in Zukunft. Wir werden einen Rundumschlag machen, alles mal reinholen. Wir machen jetzt erstmal eine Runde. Somit hat Valandi ja erstmal sein Buch reingebracht. Das heißt, jetzt muss er erstmal lesen, was wir ihm präsentieren. Ja. Ja. Sehr gespannt, was jetzt passiert. Was kommt denn als nächstes? Was kommt als nächstes? Wir haben ein paar Bücher festgelegt. Ich weiß aber nicht genau, mit welchem wir weitermachen. Deswegen würde ich sagen, schaut am besten auf unsere Facebook-Seite und lasst euch überraschen, welches Buch als nächstes ansteht. Wir werden natürlich keinen Krimi nehmen, sondern ja, Drama steht zur Auswahl, Coming of Age steht zur Auswahl. Also es gibt einige Bereiche, die wir uns anschauen werden. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Immer Donnerstag, 7:15, die nächsten Wochen erstmal regelmäßig das literarische Feedback. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao.